Das ist der Spielplan. Arne gegen Dings, Lobby, oder? Entschuldigung, das sind so viele. Man denkt immer so voll easy, aber es ist echt schwierig, das bisschen so. Alter, ich dachte gerade Dings, Verbindungsabbruch. Ja, aber Arne, also für mich ist Arne wieder Favorit. Sag ich ganz ehrlich. Oh, und Arne mit dem 1 zu 0, erstes Tor des Turniers. Nein, bitte. Arne kombiniert sich durch und Arne mit dem 2 zu 0. Ja, moin. Die sind alle schneller als meine Spieler, ganz ehrlich. Ich Ja, probiere wieder die überall Ausreden. anzugreifen. Wieder die Ausreden. Das Geile ist, um 19 Uhr kommen noch Dings. Team of the Week. Da werden die Server nochmal richtig schön reinpfeffern. Aber tu mal, bis dahin bist du schon raus. Kein Problem. Sowieso, deswegen. Immer diese Chakis, ja. Ja, Digga, ich kann nichts machen ohne Scheiß. Ich kann nichts tun. Dieser Modus ist so schlecht, Mann. Das ist komplett behindert. Ruhig Ich fick bleiben. sein, ich fick diesen Adama ja auch. Wieso ist er so schnell? Es laufen ja erstmal die Gruppen. Und dann die Endrunde ist ja dann so, dass man ja, wieder lost. Sprachen lernen, Bubble. Ja, Mert, du bist disqualifiziert. Er schreibt einfach vor 18 Uhr: Ey, ich habe kein FIFA mehr. Muss ich neu installieren. Arne mit dem 1-1 jetzt. Ja, safe. Daneben, ui! Für YouTube. Oh, ich dachte Elfer, Digga. Spannend und Tuma ist mehr am Drücker als Yes, ich, also baby, von daher. 2-1. Junge, okay, David ist wieder Ja, on fire. er spielt Oh, Tuma. Ich Tuma, habe gedacht, dass 2-1. Alessandrini macht ihn, weil ich aus Ja. Versehen auf ausgeglichen statt auf offensiv gestellt hat. Hab. Gegen Leute mit Werderwappen darf ich doch nicht verlieren. Gegen Leute mit Werderwappen darf ich doch nicht verlieren. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, Lag, Speed Lag, oh mein Gott. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hoffe, du kassierst jetzt. Ja, siehst du, das ist Karma. Das ist Karma von der. Von dem Osterdeich. Essen, essen. Nein, Kanté, wenn ich dadurch das Gegentor kassiere. Das wäre so lächerlich. Er schubst einfach Ey, der Kanté. spielt einfach Dadurch so kommt den der Pass nicht an. Joao Felix. Ey! Nein! Nein. Ja, drin. Alessandrini, bester Weil Joker als er Zehner. mein Kanté schubst! Und deswegen der den Pass nicht spielt. Und Tuma macht das 3-2. Gut, dass ich das wieder nicht gesehen Dieser habe. scheiß Alessandrini, den er einwechselt, ne? Ich hasse ihn auch so, wenn ich in der Weekend League gegen den spielen muss. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tuma 3-3? Ne, man macht ihn Nein, aber nicht. fast Mit der jeder von 19 plus Helden. 1. Oh mein Er macht ihn Gott, einfach Digga, nicht. Tuma. Hast du es gesehen? Digga, Er macht ihn Tuma. einfach nicht. Neymar macht ihn. Oh, Follow. Einfach umbringen. Danke für den Follow. Wir wollen einfach umbringen! Und 4-3. Oh. Oh mein Gott, Digga. Arnie, schieß erstmal gegen Latte. Ruhig, Jungs. Ruhiger Spielaufbau. Dieser Dembélé von Atletico Future Stars, Nein! willst du sehen? Digga! Boah! Ist der Dembélé 86er Team? Digga, was ist das bitte? Dreimal Oh an mich mein gespielt. Gott, Digga, was ist da los? Nein! 1-0 Arnil, das kann nicht sein. Ja, Arne. Gut, dass man das gesehen hat wegen dieser Kack-Einladung da. Das Turnier war ja so ausgelegt, dass die zweitbest Drittplatzierten weiterkommen. Aber da Mert. Ja, weil er halt einfach nicht mitmachen konnte, machen wir das jetzt so, dass alle also der beste Drittplatzierte ist jetzt direkt weiter in der Hauptrunde. Und die zweit anderen Drittplatzierten spielen jetzt einfach gegeneinander. Und der Gewinner ist dann halt so gesehen weiter. Und das sind halt Gabriel und Finn. Also ganz kurz nochmal, das ist jetzt der Tabellenstand. Mert hat natürlich nicht mitgespielt. Ich habe von 10 habe ich Cordado, Bernardo Silva, Aubameyang und noch 2,85er bekommen. Das ist echt stabil. Das ist echt Das stabil. ist auch nochmal nötig.
Bisher passiert nicht viel im Game, ne? Beide schenken nicht. Beide schenken sich nichts viel. Sprache. Nichts viel. Digga, was war das denn für ein. Beide schenken sich nicht. Beide schenken sich nicht viel, so. Oh, Digga, was? 2-0 wäre K.O. Außer Momentum kommt wieder und. Fick den ein. Oh. Oh, warum lupft er? Warum lupft er? Hätte ich aber genauso gemacht, glaube ich. Oh, das war unnötig. Und Gabriel ist weiter. Und Arnel 1-0. Arnel hat so keine Gnade, ne? Für Niklas. Tuma, du schlägst dich gut, Digga. Oh. Bahn, Digga. 2-0, Tuma. Kurz mal reingucken, aus Respekt. Du, ey, Arnel, du ekliger, spiel normal. Tu ihm doch nicht so weh. Digga, du dreckiger. So ein dreckiger Hund, ne? Warum sweatet er? Nein, Digga, er spielt mit ihm zickzack. 1-1. Oh, er springt drüber, der Hund. Wir haben die Halbfinalbegegnungen. Einmal Arnel gegen Mahmoud. Und Tuma gegen Niklas. Ganz kurz nochmal. Noch einmal wünsche ich Tuma alles Gute zu seinem Geburtstag. Okay, kein Danke. Kein Problem. Was denn? Ich habe nicht mal was mitbekommen. Ja, super, Tuma. Geil. Danke. Oh mein Gott. So ein Drecksor. Ja moin. Ja moin. Ist genauso dreckig. Der tut weh gerade. Oh, rote Verbindung, aua. Arnel liegt hinten. Arnel 2-1. Ne, doch nicht. Ich weiß, ich glaube, das war so ein typischer FIFA-Elber. Arnel schießt eh ernst. Ja, natürlich. Tu mal, gib Gas, Digga, du hast noch Rückspiel. Und? Oh mein Gott! Oh, 2-2, Digga. 2-2 bei Arnel. Arnel. Oh mein Gott, Digga, was war das denn? 2-2, oder? Oh mein Gott! Oh. Arnel liegt hinten, 3-2. Oh, stark gemacht. Was? Arnel 4-2 hinten. Arnel ist am Schwimmen. Ich glaube, jetzt auch Spiel vorbei. Ja. Wohin? Bitte. Oh. Tuma, Digga. Okay, wir haben doch ein spannendes Game. Wir haben doch ein spannendes Game hier. Nochmal, Tuma muss 4-0 gewinnen, damit er hier noch einen Unentschieden holt. Er hat 5-1 das erste Game verloren. Oh, warte. Oh mein Gott! Das kann nicht sein. Tuma, er hat dein Leben genommen. Mann, das geht nicht. Komm, ich stehe da doch die ganze... Ich... Eine Dosensammlung. Warte, ich schreibe Niklas. Niklas ist eh weiter. Also wirklich, ich hab echt keinen Bock mehr. Tuma ist gequittet. So, das heißt... Wir haben Finale Mahmoud gegen Niklas. Digga, ist Umut passt, Digga. Was sagst du da? Ehrlich. Ich habe da auch so oft 2-3. Manchmal grün, ne? Aber dann macht es trotzdem keinen Unterschied. Niklas führt im Finale 1-0. Aber Niklas spielt gut. Er macht das echt. Niklas ist aber auch so ein kleiner Skiller, ne? So, er macht immer diese... Oh mein Gott. 2-0. Stabil gespielt. Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Ja, ich muss, Junge, hustlen. Morgen muss ich früh aufstehen. Okay, das Spiel. Erstes durch. Okay, mit einem 2-1. So. Ich bin gespannt. Ja, da kann ich ja nichts für. Oh mein Gott. Kein Abseits. Oh, was? Was? Ich hab grad nicht hingeguckt. Will ich gleich sehen. Oh, stabil! Stabiles Tor. Stabiles Tor. Worüber haben wir gerade geredet? Ach ja! Und? Zwei. Was? Oh mein Gott! Also das. Aber das ist ja bei Spielerwechsel meistens ja nur. Wenn du Spieler wechselst und der bewegt sich in eine Richtung. Dann kannst du ja einstellen, ob er noch weiterläuft. Und warte. Oh. Ehrlich. Deshalb, ich mach das erste Mal, dass ich mir so. Tor. 2-2. Naja. Die ist echt nicht mehr so gut. Die kann man noch. Oh, warte. Ja, müsste durch sein. 3-2. 3-2, Niklas. Oh, warte. Oh, was? Das, okay. Okay, jetzt ist vorbei. Und Ende. Niklas hat das Turnier gewonnen. GG an Niklas erstmal. Sehr gut, also wirklich sehr gut gespielt. Ich glaube auch überhaupt keine Niederlage, auch nicht in der Gruppenphase. So, das Turnier hat gefallen. Ich hoffe, euch... Was? So, der Skava Cup ist dann hiermit auch vorbei. Wir haben einen glücklichen Gewinner mit Niklas. Nochmal ein großes GG an die beiden Finalisten. Mein Favorit ist auf jeden Fall ausgeschieden. Ja, keine Ahnung, wie ich jetzt das Video zu Ende bringen soll. Deshalb einfach nur nochmal ganz kurz danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein.